Yo, Freunde, es ist Montag und damit euch allen einen wundervollen Start in die neue Woche. Und natürlich herzlich willkommen zu einer neuen Reaction auf den neuen Fortnite-Shop. Also ja, schauen wir uns direkt mal an, was heute so Neues im Shop drin ist. Es soll sogar was Neues geben, auf der rechten Seite genau da. Erstmal haben wir auf der linken Seite die Birdie drin, recht preiswerter Skin, natürlich ohne Backpack. Und die sehr geile Golfhacke, die kann ich euch absolut empfehlen. Es gibt ja so eine neue Fake-Golfhacke, die würde ich nicht kaufen. Lieber diese hier, wirklich für den Preis. Ihr könnt eigentlich keine bessere Hacke kaufen. Also, for real, holt euch diese Hacke, ihr werdet es nicht bereuen. Dann gibt es mal wieder diesen Battlebreakers-Skin von der Kooperation. Was ist es wirklich eine Kooperation? Eigentlich nicht. Das ist ja auch, glaube ich, ein Game von Epic Games mit der Razer-Frau und dem Backpack. Dazu die Musik. Oh nee, jetzt muss ich euch die wieder zeigen, ne? Jedes Mal muss ich diese Musik jetzt zeigen. Ich hasse Musik einfach. Also, in Fortnite hasse ich Musik. Nicht den Trimax machen. Battlebreakers! Ja, sie ist schon hypend, aber ganz ehrlich, ich benutze Musik halt eh nicht, deswegen kaufe ich mir die auf keinen Fall. So, machen wir weiter, nämlich dann noch der männliche Skin aus dem Battlebreaker Set, der Kurohumora, okay, habe ich mir jetzt auch nicht geholt und die Lackierung ist mir auch irgendwie zu wack animiert. Nee, auch die habe ich mir nicht gekauft. Dann, oh, ist es bestimmt der Axolotl, ne? Genau, der Axo-Skin, der irgendwie ein Basketballer ist. Also in dem einen Stil ist das ein Basketballer, glaube ich. Keine Ahnung wieso. Hier ist es irgendwie kein Basketballer. Und dann gibt es noch die Hacke. Nicht so schick. Und dann gibt es noch die Brunet, heißt das so? Brunet mit ihrem leicht durchsichtigen Cape. Ja, fand ich jetzt aber auch nicht so krass. Der Lapis Lazuli 3-Zack würde ich eher nicht so empfehlen. So, kommen wir dann jetzt schon direkt zur rechten Seite, wo wir gleich was Neues drin haben. Wie immer, lasst natürlich gerne ein Däumchen nach oben da, also einfach kurz ein Like geben. Wenn euch das gefällt, dass ich euch hier jeden einzelnen Morgen den neuen Fortnite-Shop zeige. Dann haben wir hier den Krabbenkönig, den finde ich ziemlich hässlich. Ich habe zwar einen Stil, einmal mit Schimmer und einmal ohne. Ich sehe praktisch keinen Unterschied. Der Unterschied ist so gering. Für 1-2 finde ich auch den Backpack zu hässlich. Also den habe ich mir nicht gekauft. Dann kommen wir zum Highlight des heutigen Tages. Und zwar zu einem neuen Emote. Er heißt die kleinste Geige. Das ist bestimmt dieses kleinste Geige der Welt. Das kennt man doch eigentlich aus SpongeBob, oder? Zumindest erinnere ich mich dann irgendwas. Schauen wir uns mal an, was das für ein neuer Emote ist. Oh... die kleinste Geige der Welt. Ja, das ist wirklich so. Drücke ein klein wenig Mitgefühl aus. Ist eigentlich, oha, eigentlich ist es voll der geile Emote, um die Gegner so ein bisschen zu verspotten. Wenn ihr einen Kill gemacht habt, dann ist das ein richtig geiler Emote. Okay, den werde ich mir safe direkt mal holen. Das finde ich cool. Den feiere ich. Preis ist auch absolut in Ordnung. Den würde ich mir an eurer Stelle auch holen. Und falls ihr ein paar V-Bucks braucht, ich verschenke heute wieder 1000 V-Bucks natürlich nur an meine Credit-Supporter, also an die Leute, die meinen Credit-Code Snoxy eintragen und mir davon wie immer auf Instagram ein Foto senden. Auf Instagram heiße ich nur Snox, also wieder ohne das I, nur Snox. Da gibt es inzwischen ziemlich viele Faker, also passt auf, dass ihr es dem richtigen sendet. Ich glaube, ich habe etwas über 50.000 Follower. Also schaut, dass ihr wirklich das an Snox sendet. Dann haben wir noch Saltotastisch. Ja. Den finde ich nice. Ja, aber der Preis ist ein bisschen hoch. Ich finde, der hätte eigentlich auch nur 200 kosten können. So viel macht man da ja nicht. Da finde ich kleinste Geige auf jeden Fall sehr viel geiler als Saltotastisch, auch vom Preis her. Dann Taxifahrerin, den habe ich mir nicht geholt, weil ich halt diese gelbe Variante schon habe. Sonst hätte ich mir den auch hier geholt. Dann Twist. Ja. Musik ist ganz nice. Und der übelste Tryhard Backpack, Sonnenspuss. Ich persönlich finde ihn eigentlich ziemlich hässlich, aber ich weiß, dass ihn sehr viele Leute richtig cool finden. Deswegen habe ich mir den auch gekauft. Aber ich persönlich spiele ihn nicht so gerne. Aber der Preis ist auf jeden Fall noch in Ordnung. Und die rechte Seite sieht aus wie die letzte Woche, oder? Kam irgendwas Neues dazu? Nee, ich glaube, ist alles wie gehabt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das jetzt hier bald rauskommt, also aus dem Shop entfernt wird. So, holt euch das auf jeden Fall, bevor es verschwindet. Und ja, dann würde ich sagen, war es was zum heutigen Shop-Video. Wie gesagt, wenn ihr ein paar V-Bucks braucht, gerne Creator Code Snoxy eintragen und mir davon das Foto auf Instagram senden. Jeder, der mir das bis heute Abend schickt, der nimmt automatisch daran teil und kann hier ein paar V-Bucks gewinnen. Und ja, dann würde ich sagen, war es das zum Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns nachher zum Stream. Ich denke, ich werde so 13 Uhr, circa um 13, 14 Uhr werde ich heute wieder auf Twitch streamen, also schaut da gerne vorbei und dann ja, wünsche ich euch einen guten Start in die neue Woche, habt einen entspannten Montag und wie gesagt, tragt Credit Code Snoxy ein und dann bis später. Tschüss!